Eine Baustelle in Bocholt-Mussum wurde zu einem archäologischen Großprojekt. Bereits 2020 stießen die Forscher auf eine Vielzahl von Funden. Die ältesten stammten aus der Mittelsteinzeit, die vor ca. 11.500 Jahren begann. Wir befinden uns hier im südwestlichen Stadtgebiet von Bocholt. Also hier bestehen aktuell noch mehrere Bauernhöfe, drei genauer gesagt, die in nächster Zeit komplett abgerissen werden sollen. Wir machen die archäologischen Untersuchungen im Vorfeld der Baumaßnahmen. Das Ausmaß des Projekts ist außergewöhnlich und erfordert den Einsatz von Großgerät. Also nicht nur das Baugebiet, Industriepark XXL ist sehr groß, sondern auch die untersuchten Flächen sind sehr groß. Bei den beginnenden Bauarbeiten 2021 kamen überraschend noch neue Befunde zutage, sodass wir während der Bauarbeiten noch einen sehr großen Bereich dokumentieren mussten und hier neue Ergebnisse zu den Siedlungsbefunden des Mittelalters gewinnen konnten. Von der Bebauung ist nicht viel erhalten geblieben. Eine Vielzahl von Brunnen und Pfostenlöchern gibt jedoch Hinweise darauf, dass das Gebiet seit dem Mittelalter besiedelt wurde. Bemerkenswert ist die Dichte der einzelnen Gehöfte. Ein einzelner Hof wurde häufig nur über eine Generation genutzt, weil die Holzbalken direkt in den Boden eingetieft waren und sich deshalb sehr schnell zersetzt haben. Und wenn ein Haus nach einer Generation nicht mehr bewohnbar war, gab es genug Platz, dass man also in einer Entfernung von 50 oder 100 Metern ein neues Gebäude errichten konnte. Deshalb stoßen die Ausgräber häufig auf Brunnenreste, die sich unterhalb des Grundwasserspiegels besonders gut erhalten haben. Das sind ganz typische Bauweisen. Man hat also Kastenbrunnen aus Holzbrettern gebaut. Man hat aber auch Baumstämme ausgehöhlt und diese hohlen Baumstämme als Brunnenschacht genutzt. Da gibt es also verschiedene Konstruktionen, die wir auch hier nachweisen konnten. Die nun anstehende Aufgabe der Forscher ist es, die Fund- und Lagepläne auszuwerten und so das mittelalterliche Siedlungsbild zu rekonstruieren. Guten Tag. Heute möchte ich Ihnen eine Grabung in Bocholt vorstellen, der sogenannte Industriepark XXL. Sie haben es ja eben schon in der Vorschau gesehen. Eine sehr große Grabung und wir haben halt 2021 noch weitere Flächen aufgemacht, sodass wir die Grabung heute erneut vorstellen möchten. Hier rechts im Bild sieht man die einzelnen Grabungsflächen. Die Fachfirma Salisbury hat gut 40.000 Quadratmeter untersucht und wir haben 2021 noch etwa 30.000 Quadratmeter baubegleitend untersucht. Das ist die Fläche hier im Norden auf der Karte. Hier einmal dargestellt sind die einzelnen Siedlungsepochen, die wir nachweisen konnten. Wir haben drei frühmittelalterliche Fundpunkte hier grün dargestellt. Wir haben drei hochmittelalterliche Fundstellen hier schwarz dargestellt und zwei spätmittelalterliche Hofstellen hier blau dargestellt, sodass wir hier mit den drei bis heute existierenden Höfen eine kleine Siedlungslandschaft rekonstruieren können, von der wir heute im Vortrag aber nur die wichtigsten Befunde vorstellen können. Hier zu sehen das typische Bild des Münsterlandes, eine flache Siedlung mit Sandboden und teilweise mächtigen Eschauflagen, hier rechts im Bild. Der Grundwasserspiegel war bereits in 1 bis 2 Meter Tiefe erreicht. Dadurch waren viele Befunde aus Holz, wie dieser Brunnen, gut erhalten. Aber andererseits erforderten diese Holzbefunde auch eine zeitaufwendige Bergung. Gelegentlich ging auch Gefahr von scharfen Kampfmitteln aus dem Zweiten Weltkrieg aus, hier rechts im Bild. Zuerst vorstellen möchte ich den Bereich, den wir baubegleitend untersucht haben, hier rot markiert im Norden des Bildes. Hier sieht man einmal die Grabungsfläche, die wir ausgegraben haben, mit einem Brunnenbefund, den wir nicht komplett geborgen haben, einen Baumstammbrunnen, den wir im Boden belassen haben, weil er durch die Bauarbeiten nicht gefährdet war und der Grundwasserspiegel so hoch anstand. Hier im Bild eine frühmittelalterliche Hofstelle, hier im Plan rot markiert. Zwei Hauptgebäude, zwei Speichergebäude, der eine Brunnen im nördlichen Bereich blau markiert und in dem einen Hausgrundriss konnten noch zwei Kastenbrunnen nachgewiesen werden, die älter sind als das Gebäude. Im Nordwesten, im Nordosten
des baubegleitend untersuchten Bereiches, dann eine hoch- bis vielleicht spätmittelalterliche Hofstelle. Hier zwei Hauptgebäude zu sehen, die von einem Graben umgeben waren. Das ist das ganz Besondere in diesem Siedlungsbereich, dass wir viele Gräben nachweisen konnten, die einmal Felder und landwirtschaftliche Flächen begrenzten, aber auch die einzelnen Hofstellen exakt abgrenzten. Zu den jüngsten Befunden des Areals gehört dieser Immenhof, eine kleine runde Grabenanlage, in dessen Inneren Bienenstöcke standen. Und an dieser Stelle möchte ich an Stefan Deiters von der Firma Salisbury übergeben, der die einzelnen Befunde im Detail vorstellen wird. Danke, Ingo. Ja, ich mache mal weiter jetzt. Moment. Ah ja, ich mache weiter mit der ältesten mittelalterlichen Fundstelle, im Südosten gelegen, ganz nah am Laaker Bach, der im Süden verläuft. Sie sehen hier einen Übersichtsplan der Grabungen. Also es sind verschiedene Gebäude erfasst worden, wobei interessant sind zunächst mal die in der Mitte. Das heißt, die größeren Gebäude, Häuser 1, 2, 3 benannt. Datiert durch Keramik sind die Häuser, also Haus 1, wahrscheinlich 6. Jahrhundert, eventuell schon 5. Haus 2 ist 7. Jahrhundert plus minus und Haus 3 ist 8. Jahrhundert eventuell bzw. ziemlich sicher noch bis ins 9. Jahrhundert hineinreichend. Es gibt diverse Nebengebäude. Im Norden sehen Sie Speicherbauten, Rutenberge und sowas. Grubenhäuser in erster Linie gruppiert um Haus 3 herum und im Süden verschiedene Brunnen. Soweit datierbar sind die alle gleichzeitig mit Haus 3. Also ältere Brunnen haben wir nicht. Zur Keramik. Es ist größtenteils einheimische Ware, also mehr oder weniger lokal hergestellt. Es gibt zum Teil auch Importe aus dem Rheinland, also sogenannte fränkische Keramik. Ungewöhnlich ist die Zahl an Eisenfunden. Es gibt eine Menge Eisenfunde. Das ist dieses braune Rechtecksymbol hier auf dem Plan. Unter den Eisenfunden haben wir einige Messer, konzentriert im Bereich von Haus 3. Und ein Stückchen nördlich davon auch ein Sachs. Ja. Besonderheit ist, dass die meisten Funde nicht aus Befunden stammen. Das heißt, sie wurden beim Baggern gefunden, oberhalb des Befundplanums und einzeln eingemessen. Zusätzlich haben wir noch zahlreiche Hinweise auf Schmiedetätigkeiten. Es gibt viele Schmiedeschlacken, ja, das ist dieses rote Kreissymbol. Die konzentrieren sich im Wesentlichen auf den Bereich von Haus 3 und auch weiter im Süden, im Bereich der Brunnen. Und zusätzlich noch Hammerschlag. Das sind so kleine Partikel, die beim Schmieden halt entstehen. Und die haben wir konzentriert einmal im Bereich der Brunnen und in Haus 3 selber drin. Also die Interpretation ist naheliegend, dass da geschmiedet wurde, wahrscheinlich zeitweise zumindest in Haus 3 drin und auch außerhalb, das heißt im Süden, da wo die Brunnen liegen. Sofern datierbar sind alle Hinweise auf Schmiedetätigkeit alle aus dem 8. bzw. frühen 9. Jahrhundert, keine älteren. Kommen wir zur nächsten Fundstelle, die liegt hier im Südwesten. Das ist Hof Groß-Egeling. Die Gebäude standen zum Zeitpunkt der Ausgrabung noch. Erstmals erwähnt wurde der Hof 1264 als Egeling. Von den Funden her können wir sagen, dass das da spätestens Mitte des 12. Jahrhunderts losging. Gegraben haben wir zwei größere Gebäude, also Gebäude A und B bezeichnen die auf dem Übersichtsplan, beides Pfostenbauten. Gebäude A dabei mindestens zweiphasig. Also es war erkennbar beim Schneiden der Befunde, dass praktisch alle Pfosten mindestens einmal erneuert worden sind. Ja. Zur Bautypologie brauche ich jetzt nicht so viel erzählen, denke ich. Keramikspektrum, größtenteils lokal hergestellte Keramik, kaum Importe, wenn dann aus Limburg, Siegburg, Brühl und so weiter, also wiederum aus dem rheinischen Raum. Was aufgefallen ist bei der Auswertung, es gibt überhaupt keine Trinkgefäße aus Keramik oder Glas oder sowas. Das heißt, die Leute müssen aus Holzbechern oder sowas getrunken haben.
und es gibt sehr wenig Metallfunde. Allerdings haben wir ein Highlight hier, das ist dieser Graben. Der ist aus dem Spätmittelalter und hat aber eine Besonderheit, nämlich ein Fuß wurde erneuert. Und zwar anscheinend erst in der Neuzeit. Das heißt, das Ding muss über lange Zeit benutzt worden sein. Insgesamt haben wir ein recht ärmliches Fundmaterial. Was wir allerdings relativ viel haben, ist, oder dank des hohen Grundwasserspiegels, ist Organikerhaltung. Hier oben links, habe ich gerade erwähnt, es gibt eine Menge Wassergräben. Wasser war anscheinend ein Problem, spätestens ab dem Hochmittelalter. Man hat Gräben ausgehoben ab dieser Zeit. Die sind in der Regel mehrphasig, sieht man hier oben links im Profilschnitt vielleicht. Also die Verfüllung ist definitiv mehrphasig, sieht man, glaube ich, auch. Die sind zum Teil über Jahrhunderte genutzt worden. Hier rechts oben ist ein Brunnen bei der Ausgrabung, ein Baumsteinbrunnen. Dann eine etwas ungewöhnliche Befundgattung, allerdings nicht unbedingt im Münsterland. Das sind sogenannte Eichelkästen. Ja, die sind in den Grundwasser, bis in den Grundwasserbereich hinein eingegraben worden. Darin haben wir gefunden geschälte Eicheln. Das ist ein Hinweis darauf, dass die für den menschlichen Verzehr gedacht waren und nicht, um die an Schweine oder sowas zu verfüttern. Dieser Eichelkasten ist auch dendrodatiert, das heißt Felljahr eines Baumes 1174. Und wir hatten auch zwei Gruben mit der gleichen Funktion, die eine schön erhaltene Flechtwehrkonstruktion hatten im unteren Bereich. Ja, hier nochmal ein Befundkomplex, der war im oberen Bereich, der war in einen der Gräben quasi eingebaut. Ihr seht da links so einen Balken, der rausragt. In der Mitte und rechts, das ist ein Holzfass, ist erhalten. Und unten ein Lederschuh, ein Kinderschuh. Der Typ ist bekannt aus dem 14. und 15. Jahrhundert. Also links in Fundlage, rechts nach der Restaurierung. Ja, eine Besonderheit ist eine sogenannte Pferdeschwemme. Das ist ein großer Befund. Sie sehen oben die Fluchtstangen, die sind jeweils 2 Meter lang. Diese Pferdeschwemme war in einen der Gräben integriert. Ja, also Hauptfunktion war, Pferde nach anstrengender Feldarbeit abzukühlen. Ja, nicht unbedingt zum Tränken oder sowas. Kühlung war das Wichtigste. Ab dem Hochmittelalter wurden verstärkt Pferde in der Landwirtschaft eingesetzt. Und wenn die meinetwegen im Sommer da stundenlang geeckt haben oder sowas, bestand die Gefahr der Überhitzung. Also Pferde sollten dann nach Möglichkeit abgekühlt werden. Und dafür hat man dann dieses Ding angelegt. Ich muss dabei sagen, ich bin selber nicht drauf gekommen, was das ist. Diesen Hinweis verdanke ich Christoph Grünewald. Es ist sehr lang benutzt worden, oder was heißt relativ lang, vom Hochmittelalter bis ins 17. Jahrhundert rein. Kommen wir zur nächsten Fundstelle. Das ist Hof Großhardt, benachbart, vom Fundspektrum her auch datiert ab Mitte 12. Jahrhundert. Also seitdem waren die Nachbarn bis in jüngste Zeit. In der Mitte sieht man einen Übersichtsplan, diverse Hausgrundrisse, also mehr noch als bei den Nachbarn, zum Teil überschneiden. Das heißt, die Häuser haben mit Sicherheit nicht gleichzeitig bestanden, zumindest teilweise. Links auch wieder eine Pferdeschwemme während der Ausgrabung. Und Fundspektrum entspricht etwa dem von Hof Groß-Egeling, ist ein bisschen reicher. Ja? Wir haben hier diese hochmittelalterlichen Pferdeschmuckanhänger. Es gibt hier diese Silbermünze, Spanische Niederlande Brabant, geprägt unter Philipp II. Von Spanien. Dabei könnte oder besteht möglicherweise ein Zusammenhang mit dem sogenannten Spanischen Winter in Bocholt. Das heißt, es ist bekannt, dass 1598/99 Bocholt von spanischen Truppen besetzt war. Ansonsten hier noch erwähnenswert, es gibt relativ viele Funde von Milchsatten. Ja? Das ist ein Hinweis darauf, dass auf diesem Hof die Milchwirtschaft eine größere Rolle spielte. Gut. Ja. Zum Abschluss noch eine Illustration. Das ist entnommen einem Buch, das 1790 gedruckt wurde von Weddigen.
Dargestellt ist hier ein prototypisches Gehöft aus Ostwestfalen. Ja, Sie sehen hier einmal das Wohnhaus bzw. Wohnstallhaus im Zentrum, kleinere Gebäude drumherum und rechts daneben eingezeichnet Pferdeschwimmer als prototypisches Infrastrukturelement, sage ich mal. Da stellt sich meines Erachtens nach die Frage, warum haben wir sowas nicht häufiger? Wir haben es hier in Bocholt zweimal direkt nebeneinander, zwei benachbarte Höfe. Die Anlagen sind über Jahrhunderte benutzt worden. Und ansonsten sind Pferdeschwimmen aus Westfalen, ältere meines Wissens nach, nicht bekannt. Aber darüber hinaus übrigens auch sehr wenig. Gut, ich sehe gerade, ich bin relativ schnell gewesen und damit bin ich auch schon am Ende. Vielen Dank.